So, dann nochmal ganz herzlich willkommen zu unserer Fischbowl-Diskussion zu Bildung in der digitalen Welt. Ihr habt schon mitbekommen, es gibt gar keinen Untertitel. Die SpeakerInnen haben uns natürlich auch alle gefragt, aber worum wird denn genau diskutiert? Und wir haben sagen müssen, wir wissen es gar nicht, weil wir wissen gar nicht, wie das heute hier ausgeht. Es gibt aber natürlich wahnsinnig spannende Forderungen. Zum einen welche, die auf viel Zustimmung gestoßen sind und einige auch auf weniger. Und wir wollen jetzt gleich über beide Kategorien diskutieren. Es soll euch nochmal die Möglichkeit geben, zum einen zu erfahren, was wurde eigentlich in diesem Track diskutiert für all diejenigen, die vielleicht aus einem anderen Track gekommen sind und in den Vorbereitungs-Online-Workshops nicht dabei waren und auch jetzt eben gerade nicht dabei waren. Auch ihr seid natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Ich glaube, gerade bei diesem Thema haben ja alle irgendwie auch ihre Erfahrungen gemacht und alle Stimmen sollen ja auch gehört werden. Und zum anderen soll es aber euch auch nochmal die Möglichkeit geben, vielleicht eure Forderungen nochmal mit unseren Expertinnen und Experten zu diskutieren. Dazu möchte ich euch ganz herzlich einladen und wie das genau funktioniert, das erfahrt ihr, nachdem ich unsere wunderbaren Speaker jetzt auf die Bühne hole. Der erste Speaker kommt vom Forum Bildung und Digitalisierung. Ihr habt es wahrscheinlich auf der Logowand schon gesehen. Ein Partner aus unserem Netzwerk. Viele von euch kennen ihn schon aus dem Online-Workshop. Er macht dort die Kommunikation und er kennt auch die Digitalgipfel-Plattform schon ganz gut. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt da ist. Herzlich willkommen, Philipp. Magst du dich irgendwo? Ja, freie Platzwahl hier. Die zweite in der Runde ist eine sehr geschätzte Kollegin von mir, die seit vielen Jahren als Bildungsexpertin unterwegs ist. Sie war früher bei Calliope, hat dort ein ganz großes Bildungsprojekt gemacht. Sie ist jetzt bei uns seit einigen Jahren, leitet jetzt den Bereich Bildung, ist unter anderem auch eine der Personen, die mit hinter unserem Informatik-Monitor-Projekt steckt und macht auch viele andere coole Bildungsprojekte. Und ich freue mich sehr, dass sie heute mit uns diskutieren wird. Herzlich willkommen, Anna-Sara Liegfeld. So, und dann haben wir eigentlich jetzt auf die Bühne holen wollen Victoria Olari, die als Informatikdidaktikerin an der FU Berlin arbeitet. Sie ist heute nicht da, aber wir haben, wie ich finde, einen sehr würdigen Ersatz gefunden. Wir haben eben gerade, glaube ich, bei der Präsentation realisiert, wie viele InformatikerInnen hier eigentlich sich zur Wahl stellen. Und das ist super. Also als jemand der Gesellschaft für Informatik freue ich mich total darüber. Aber es ist vielleicht auch ganz gut, eine andere Perspektive mal zu hören, jemand, der vielleicht auch andere Themen vertritt, eine andere Perspektive mitbringt. Und deswegen haben wir jetzt sozusagen noch eine Joker-Speakerin gewinnen können. Sie ist selber Lehrkraft. Sie ist Lehrkraft für zwei Fächer, die erstmal nichts mit Digitalisierung zu tun haben scheinen, es aber wahrscheinlich trotzdem tun. Und warum das vielleicht doch mit Digitalisierung zu tun hat, Deutsch und Religion, das wird uns jetzt Antonia Bräutigam erzählen wahrscheinlich. Super, freie Platzwahl. So, und jetzt seht ihr, es sind natürlich noch zwei Stühle übrig. Ich werde mich nicht hinsetzen, das macht das Ganze dynamischer. Nein, es sind zwei Stühle übrig und zwar sind die für euch. Es ist bei solchen Veranstaltungen sehr wahrscheinlich, allein statistisch sehr wahrscheinlich, dass mindestens genauso viel Expertise vor dem Panel sitzt wie auf dem Panel. Und bitte lasst uns davon profitieren und bringt eure Perspektive mit ein. Es gibt wahrscheinlich viele Themenpunkte, wo ihr vielleicht auch widersprechen wollt. Es gibt vielleicht einige, wo ihr zustimmen wollt. Es gibt vielleicht Fragen, die ihr stellen wollt. Und das wollen wir euch gerne ermöglichen. Das heißt, ihr habt zu jedem Zeitpunkt ab jetzt die Möglichkeit, euch hier nach vorne zu bewegen, mitzudiskutieren. Seid bitte aber so gut und gebt diesen Platz auch wieder frei. Sonst ist das hier nicht wirklich eine offene Geschichte. Also wenn ihr einen Beitrag habt, dann bringt ihn gerne ein, aber gebt den Raum dann auch wieder frei. Ich glaube, wir können uns alle ein Beispiel nehmen an unseren Kandidatinnen. Die haben das ganz grandios gelöst und ich denke mal, ihr werdet das genauso tun. Gut, dann möchte ich erstmal einsteigen mit einer vielleicht etwas allgemeineren Frage. Ich stelle mich mal hier unten hin so ein bisschen. Mit einer etwas allgemeineren Frage an dich, Anna. Du bist ja seit vielen Jahren in der Bildungspolitik aktiv. Du hast ja auch so ein bisschen wahrscheinlich mitbekommen, worüber hier diskutiert worden ist. Gab es für dich so einen thematischen Stolperstein, wo du gesagt hast, ah, das findest du vielleicht besonders interessant oder vielleicht auch strittig oder da hättest du eine ganz andere Perspektive drauf? Nee,
Ich finde tatsächlich, dass die Forderungen ziemlich genau auch das spiegeln, was gerade nötig ist und das, was gerade wirklich diskutiert wird und meistens sehr viel zu langsam und im föderalistischen Bildungssystem zerstreut diskutiert wird. Und ich habe mich total gefreut, und das ist vielleicht das, was ich so auf die Forderungen als Feedback geben kann, dass das sehr gebündelt und sehr punktgenau ist. Und das finde ich total schön, gerade weil es aus so vielen Perspektiven entstanden ist. Das ist eigentlich so das, was ich jetzt so beim Lesen dachte. Das trifft total viel Punkte, die gerade überall so sind, und ist aber unheimlich schön gebündelt und hat vielleicht nochmal so ein paar, paar Zutaten, die wir nicht überall drin haben. Mhm. Jetzt ist ein Begriff aufgetaucht in einem der Positionen, in einem der Texte, über den ich gestolpert bin, Informatikmonitor. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen speziell, und ich glaube, nicht jeder, jede weiß vielleicht auch, was dieses Projekt ist. Jetzt haben wir ja nun die Leiterin dieses Projektes mit hier sitzen, deswegen vielleicht kannst du ganz kurz mal erzählen, was das eigentlich ist. Ja, total gerne. Der Informatikmonitor ist quasi das beruht auf einer wissenschaftlichen Arbeit, die an der Uni Rostock entstanden ist. Das hat der Richard Schwarz gemacht, und der hat in sämtliche niedergeschriebenen Dokumente Vorgaben geguckt, also in Curricula und andere Vorgaben geguckt, wo eigentlich Informatik in welchem Umfang in der Schule umgesetzt wird. Wir reden nicht von Grundschule, wir reden von quasi Sek 1, Sek 2, und dafür hat er eine Dokumentenanalyse vorgenommen und das dann mit Expertinnen nochmal gegengecheckt. Stimmt das so, was ich hier in Bayern gefunden habe, liebes bayerisches Landesministerium, seht ihr das auch so? Und das haben wir vor ein paar Jahren aufgegriffen, sind jetzt gerade dabei, in der nächsten Woche die vierte Auflage zu veröffentlichen von diesem 16 Bundesländer umfassenden Blick quasi, wie steht es um die informatische Bildung in den einzelnen Bundesländern. Das ist dieses Jahr zum ersten Mal offiziell erweitert um die Zutaten von dem Stifterverband. Der Stifterverband guckt nochmal ganz genau, wie viele Lehrkräfte gibt es eigentlich, wie viele davon sind weiblich, wie viele Schülerinnen und Schüler erreichen wir eigentlich tatsächlich, wie viele davon sind weiblich. Also da kommen nochmal ganz spannende andere Zahlen dazu. Aber im Grunde der Informatikmonitor selbst ist in erster Linie ein Blick auf den Status quo. Wo stehen wir, wenn wir über das Fach Informatik in Deutschland sprechen? Super, vielen Dank. Ich würde mal kurz weitergehen zu Philipp. Philipp, du bist sozusagen relativ früh schon an dem Thema Common Grounds Forum dran gewesen. Ihr habt das sehr früh unterstützt. Ihr habt auch gesagt, ihr macht darauf aufmerksam. Ich weiß von dir auch, dass dir das auch ein Herzensanliegen war, das Projekt mit zu supporten. Kannst du vielleicht mal kurz skizzieren, was ihr als Forum Bildung Digitalisierung auch tut, um gerade junge Menschen in die Digitalpolitik oder beziehungsweise in die Bildungspolitik, in die digitale Welt mit einzubinden, was ihr anbietet auch an Foren, an Veranstaltungen, auch an Projekten? Genau, sehr gerne tatsächlich. Also wir als Forum sind ein gemeinnütziger Verein von 10 großen deutschen Stiftungen. Und was ich halt auch total spannend finde hier ist, ihr macht es so ein bisschen systemisch. Also ihr habt die verschiedenen Ebenen eigentlich abgedeckt, Rahmenbedingungen, Unterricht, Lernkultur, Lehrkräftebildung. Und tatsächlich, wir machen Angebote, um diese Themen zu besprechen. Mit jungen Menschen machen wir noch nicht so viel, das kommt noch. Deswegen sind wir hier auch heute dabei. Und im Grunde machen wir verschiedene Foren, kleine Online-Veranstaltungen. Wir machen auch Handlungsempfehlungen, gehen noch in die größere Ebene, also auch mit EntscheiderInnen aus Politik und Verwaltung, und das kann man sich dann wirklich so vorstellen, vom Leitfaden an Schulleitungen über große Konferenzen bis hin zu Formaten, wo man wirklich auch mit Schulen vor Ort arbeitet. Also wir bringen Schulleitungen, Schulträger, Schulaufsichten zusammen, um halt an so Themen, wie ihr sie hier fordert, weiterzuarbeiten. Also es geht um Veränderung, und die versuchen wir anzustoßen und zu gestalten. Super, vielen Dank. Die dritte in der Runde, die sich hier spontan bereit erklärt hat, ich hatte ja schon gesagt, ist Lehrerin für Englisch und Religion, Deutsch und Religion, Entschuldigung. Habe ich es falsch gesagt bei der Anmoderation? Nee, da war's. Okay, gut. Ich baue ab anscheinend. Meine Frage an dich, du warst auch aktiv in dem Thementrack Bildung in der digitalen Welt. Ich habe es ja gesagt, man könnte jetzt ja so ein bisschen ketzerisch sagen, was hat eine Lehrkraft mit diesen beiden Fächern mit digitaler Bildung zu tun? Natürlich verändert sich Schule auch, aber vielleicht kannst du einmal kurz deine persönliche Perspektive teilen, welche Rolle Digitalität in allen Facetten in deiner Arbeit spielt. Ja, in allen Facetten, das ist gut gesagt. Also wir müssen ja an der Schule Medienkompetenzen fördern in allen Fächern. Das ist uns von der KMK ja im Grunde auch vorgeschrieben. Da gibt es so 6 Medienkompetenzbereiche, die in allen Fächern irgendwie auch gefördert werden sollen über die Schullaufbahn der SchülerInnen hinweg. Und insofern ist das Aufgabe aller Fächer und aller Lehrkräfte.
Ich selber bin technisch wenig versiert. Heute Morgen war schon meine Herausforderung, in der neu aufgelegten Bahn-App mein Ticket hierher zu buchen. Aber ich habe es geschafft. Aber mich begeistert das trotzdem, meinen Unterricht weiterzuentwickeln und zu schauen, zum einen, wie kann ich mit digitalen Medien meinen Unterricht gestalten und die sinnvoll nutzen. Und zum anderen muss ich ja wiederum überlegen, was brauchen die jungen Menschen, die da vor mir sitzen, was brauchen die an Kompetenzen. Und das hat dann sehr wohl auch was mit meinen Fächern zu tun. Also im Deutschunterricht arbeiten wir dann zum Beispiel mit kollaborativer Texterstellung und sehen da, dass das ganz andere Kompetenzen auch braucht. Oder im Religionsunterricht sind natürlich ethische Themen relevant. Das heißt, dann gucke ich bei den ganz Kleinen mit denen zusammen, was ist eigentlich eine Etikette und warum verhalten wir uns wie in Chats und so weiter. Und bei den Großen geht es dann tatsächlich um medienethische Themen oder auch um Gefahren im Netz, um Süchte und so weiter und so fort. Genau, insofern berührt das alle Unterrichtsfächer. Ich merke, ich bin bei uns in der Schulentwicklung sehr aktiv, an was für Grenzen wir Lehrkräfte da stoßen, aus unterschiedlichen Gründen, die wir auch in unseren Forderungen irgendwie mit, die da ihren Niederschlag gefunden haben, was bürokratische Dinge angeht, strukturelle Dinge angeht, aber was eben auch die Ausbildung, Fortbildung und auch die Belastung von Lehrkräften angeht. Denn das merke ich, dass ich sowohl bei älteren KollegInnen, aber eben gerade nicht nur dort, sondern auch bei Jungen, die jünger sind als ich, KollegInnen, darauf stoße, wann und wie soll ich denn das noch zusätzlich machen? Vielen Dank, dass du diese Perspektive geteilt hast. Das ist super wichtig, glaube ich, immer auch aus der Praxis zu hören. Und jetzt ist jemand auf die Bühne gekommen, der vielleicht auch aus der Praxis berichten kann. Er ist nämlich auch angehende Lehrkraft, wenn ich das richtig Erinnerung habe. Und Basti, bitte, du möchtest ergänzen oder eine Frage stellen. Ja, genau. Also ich bin auch schon Lehrer, weil als Informatik-Lehrkraft auch schon im Studium kann man gleich direkt arbeiten. Genau. Ich habe tatsächlich eine Frage an die zwei ExpertInnen hier. Und zwar eine der Forderungen, ich weiß nicht mehr, ob es jetzt am Ende auch noch mit drauf ist, war zu Informatik als Pflichtfach. Und das finde ich ein kontroverses Thema, in welchem Umfang das auch sein sollte. Und ja, da würde mich tatsächlich eure Position dazu interessieren. Erstens mal, wie ist es überhaupt möglich? Also ganz an der ganzen Uni Heidelberg sind wir, glaube ich, 5 LehramtsstudentInnen. Und das ist eine große Uni so. Und vor allem, welches Fach fällt denn dann weg? ja, genau, würde mal einfach mal eure Position dazu interessieren. Kann ich gerne erstmal anfangen. Ja, das sind so Minimum 3 spannende Fragen auf einmal. Also es gibt eine GI-Position zum Pflichtfach Informatik. Das ist eine ganz klare Position, dass wir sagen, das Pflichtfach Informatik ist deshalb wichtig, weil wir den Raum in der Schule brauchen, um sich ganz dezidiert mit diesen ganzen Theorien, Modellen, Kompetenzen, die aufgebaut werden, auseinandersetzen zu können. Das heißt aber nicht, dass die Integration dieser Kompetenzen, die dort erworben werden, in alle anderen Fächer nicht das zweite, das genauso wichtige Level ist. Ne? Also das ist so ein bisschen dieses, was manchmal untergeht bei dem Ruf nach dem Pflichtfach Informatik, dass man denkt, ja okay, vielleicht denkt die GI, damit haben wir es geschafft. Nee, es ist auch total wichtig, dass man sich überlegt, wenn wir zum Beispiel Data Literacy im Informatikunterricht schaffen, gut zu vermitteln, wo findet das überall Einsatz in der Schule und natürlich unter anderem in jedem naturwissenschaftlichen Fach, ne? Und ich kann zum Beispiel im Geo-Unterricht mega gut mit Satellitendaten arbeiten oder so, ne? Und bin dann einfach komplett klar auch bei den Themen, habe aber eben im Informatikunterricht den Raum dafür auch wirklich die Skills auszubilden, die benötigt werden, auch in den anderen Fächern. Das dazu, also da ist die GI relativ klar, Pflichtfach Informatik ist das Minimum, aber die Integration in alle Fächer ist absolut wichtig. Ganz kurz, in welchem Umfang aber Pflichtfach? Also da gehen wir ein bisschen weiter als die SWK, diese ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz, die hat gesagt, erstmal 4 Wochenstunden über die Jahrgangsstufen hinweg und dann ausbaufähig auf 6. Die GI sagt, warum nicht gleich 6? So, das ist unser Standard, den wir setzen, dass man quasi dann wirklich in der SEC 1 in jedem, quasi in jeder Klasse auch wirklich das Fach Informatik hat. Im Moment ist das so in Mecklenburg umgesetzt, Mecklenburg-Vorpommern, die haben das. Und es gibt auch 6 Wochenstunden, die werden gerade aufgebaut im Saarland. Da ist es aber kumuliert. Ich glaube, die haben jeweils in 2 Jahrgängen 2 Wochenstunden und dadurch ergibt sich insgesamt 4 Jahrgangsstufen, die das dann haben. Das sind so Feinheiten, da guckt ihr in den Informatikmonitor.
vor. Aber auf jeden Fall ist die Position relativ klar und auch die Integration in die anderen Fächer geht damit einher. Ich möchte noch kurz eine andere Frage aufgreifen. Wo kommen die Stunden her? Ja. Das ist ja eine ganz interessante Frage, weil da geht es so ein bisschen um die Verteilungskämpfe über die Fächergrenzen hinweg. Kannst du dazu vielleicht auch noch mal kurz was sagen? Ja, da hat vorgestern, glaube ich, sich Thies Rabe aus Hamburg zugemeldet, denn Hamburg möchte gerne... Ganz kurz, Anna, wer ist Thies Rabe? Thies Rabe ist der Bildungssenator, der Bildungssenator Senator aus Hamburg, der vorgestern gesagt hat, das Pflichtfach wird eingeführt und zwar ab nächstem Schuljahr pilotiert und dann das Schuljahr drauf, also von jetzt ab quasi in 2 Jahren gibt es das Pflichtfach und 2% der Stunden aus anderen Fachrichtungen müssen weichen. Wir haben im Informatikmonitor uns das angeschaut und haben immer gesagt, die Marke ist 6 Stunden und haben dann geguckt, wo in den anderen Fächerbereichen liegen denn die meisten Stunden, vor allem auch im Wahlpflichtbereich und so, und wo kann man eigentlich vielleicht, wir machen natürlich keine Vorschläge als GI, weil wir das ja auch gar nicht verantworten, aber wo, wenn man es sich durchliest, sieht man zum Beispiel im Wahlpflichtbereich in, ich sage jetzt mal, irgendeinem Bundesland, Baden-Württemberg, ist unheimlich viel Platz. Da könnten theoretisch 2 Stunden rausgenommen werden und auf den Bereich Informatik gepackt werden. Das ist ganz spannend. Das ist eben eine Neuerung des diesjährigen Informatikmonitors, dass man das sich genau anschauen kann. Also wo sind die 6 Wochenstunden und wo könnte man die theoretisch rausnehmen, Bereich Sport, Kunst und so weiter. Das ist ganz schön. Wir machen das nicht als Empfehlung, nehmt das mal hier raus, sondern wir machen das auch hier als Status so ist dein Bundesland gerade aufgestellt, liebe Entscheiderinnen. Und mit dem, wie es aufgestellt ist, könnt ihr überlegen. Genau. Jetzt möchte ich dann doch nochmal eine Frage an den Basti stellen, weil du hast anfänglich gesagt, du bist einer von ganz wenigen Informatiklehrkräften. Und du fragst dich immer, wo kommen denn die Informatikkräfte eigentlich her? Also da kommt jetzt so ein Pflichtfach. Es gibt eigentlich einen Bedarf von, ich glaube, 30.000 Informatiklehrkräften. 9.000 gibt es, glaube ich, so grob. Da sind wir ein bisschen weit von der Zielmarke entfernt. Jetzt war es ja häufig auch schon so in politischen Diskussionen, dass gesagt worden ist, ja, ist ja ganz nett, dass ihr das fordert, aber es lässt sich einfach nicht umsetzen. Wir haben allgemein Lehrkräftemangel. Jetzt sollen auch die Informatiklehrkräfte irgendwo hergezaubert werden. Wie löst ihr das Problem? Wie würdest du das Problem lösen, Anna? Ich? Ich löse es. Löse es bitte, jetzt. Pass auf, Master. Anna löst jetzt das Problem für euch. Applaus für Anna. Also, das Problem wird 16 Mal unterschiedlich gelöst. Das kann ich schon mal verraten als Spoiler. Es ist ganz unterschiedlich. Also was, glaube ich, allen Beteiligten gerade klar wird, ist, dass es Zwischenlösungen geben wird. Ne? Also du bist anscheinend eine Zwischenlösung, dass man Leute ohne fertiges Studium quasi schon mal reinholen kann. Und es gibt auch ganz tolle andere Möglichkeiten, den Quereinstieg in das Fach als Lehrkraft zu finden. Was es auch gibt, es gibt unheimlich starke Bemühungen in den Ländern, die sich gerade aufmachen fürs Pflichtfach Informatik, tatsächlich gezielt sehr viele Lehrkräfte auszubilden. Es ist auch in unterschiedlicher Stundenanzahl und vielleicht auch unterschiedlicher Tiefe. Da passiert gerade unheimlich viel und da muss ich auch mal wirklich ein großes Lob aussprechen. Die Länder gucken sich das auch gegenseitig an und gucken auch, was sind sehr gut gangbare Wege, um zusätzlich quasi zum Erwerb einer Lehrbefähigung Lehrbefähigung durch quasi ein universitäres Studium, wie geht das noch und was machen die verschiedenen Bundesländer da? Und nicht zuletzt wird es da einfach jetzt eine Weile, es wird Geduld brauchen und ein paar Zwischenlösungen und Thies Rabe zum Beispiel wieder, um den nochmal zu nennen, sagt ja, er hat im Grunde genug Informatiklehrkräfte, nur die Hälfte von denen oder so macht vielleicht die Administration oder ist in anderen Fächern eingebunden, weil wir haben unfassbar viel Mangel und wenn Mathe fehlt, ja, dann lasse ich den doch Mathe unterrichten und nicht Informatik. So, ne? Und das heißt, da ist auch noch viel Spiel drinnen. Der Mangel ist groß, aber das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Wenn es das Pflichtfach Informatik gibt, dann interessieren sich Leute dafür, das auch wirklich die Ausbildung oder nochmal das Studium nachzuholen. Genau, und es gibt eine tolle Arbeit, die wir in der GI mit umgesetzt haben, zusammen mit der Ira Diethelm von der Uni Oldenburg. Die nennt sich Werde Informatiklehrerin. Und da sind die 16 unterschiedlichen Wege ins Fach, also in die Schule als Lehrkraft für Informatik aufgezeichnet. Ja, also ich stimme dem im Großen zu. Ich würde nur sagen, ich weiß nicht, ob Baden-Württemberg da rausfällt aus den anderen, aber bei mir ist es noch wirklich. Also scheiße, wenn ich das wirklich so direkt sagen darf. Also die ProfessorInnen bei den Vorlesungen wissen noch nicht mal, dass man Informatiklehramt studieren kann und da hält er dann irgendeine Vorlesung zur theoretischen Informatik und setzt irgendein Wissen vor, was wir gar nicht haben im Modulhandbuch. Und also wir verlieren gerade in
in Baden-Württemberg sehr viele Menschen dadurch, dass das überhaupt, es gibt gar keine Strukturen. Und dann das andere Kritische ist, mein Master ist komplett gefördert von der Wirtschaft, von SAP, von Zeiss und so weiter, was ja auch einen Einfluss hat. Ja, das sind zwar normale W3-Professuren und keine Ahnung was, aber ich finde das trotzdem einen komischen, also fühlt sich irgendwie komisch an, so einfach. Also da ist noch viel zu machen und ich bin wirklich, wir sind jetzt nur noch 5 Leute und das ist jetzt nicht nur Heidelberg so, ich glaube, das ist an mehreren Standorten, ich kenne auch ein paar andere in Baden-Württemberg. Wir sind mit mehr gestartet, aber viele wechseln dann doch wenn ich mir schon den Scheiß geben muss, dann 100% Informatik, dann verdiene ich auch noch ein bisschen Geld. Das nur so als, damit man, ne, also da passiert, glaube ich, viel. Es kommt nur noch, vielleicht kommt es einfach noch nicht an. Das kann vielleicht sein so, ne. Vielleicht ist das auch der Unterschied. Vielleicht ist es in 5 Jahren völlig anders, aber aktuell ist es wirklich. Absolut. Und gerade was du zuletzt gesagt hast, dass man ja auch jederzeit nochmal in ein Unternehmen wechseln kann als Informatik-Lehrkraft, ist natürlich ein riesen Braindrain, ne? Weil du natürlich, Uns wird auch eigentlich, das ist auch allen bewusst, uns wird auch immer gesagt, irgendwie in Baden-Württemberg sind irgendwie nach dem REF irgendwie 80% letztes Jahr einfach in die Wirtschaft. Natürlich. Hat gut. Viel mit der Attraktivität dann auch des Informatikberufes zu tun oder allgemein mit dem Lehrkräfteberuf. Antonia hat ja auch schon gesagt, die Verschleißquote ist doch da, auch in jungen Jahren, beziehungsweise ihr seid, glaube ich, als Lehrkräfte hohen Belastungen und hohen Ansprüchen ausgesetzt. Vielen Dank für diese Perspektive. Basti hat keinen Applaus bekommen, Leute, das geht nicht. Vielen Dank, Basti. Und die nächste Person, die sich hier mit draufgesetzt hat, stellt sich jetzt vielleicht einmal ganz kurz vor. Ich bin Stefan Hildebrand. Ich habe Informationstechnik im Maschinenwesen studiert und bin jetzt an der TU Berlin am Institut für Mechanik und sage immer, ich prügel dort auf neuronale Netze ein, dass sie Mechanik lernen. Im Ehrenamt leite ich das Projekt ByteChallenge von der Gesellschaft für Informatik und ich wollte einfach mal sagen, wir müssen ja Anna nicht alleine hier lassen, die Zwischenlösung zu finden, sondern wir können vielleicht statt nur Informatik-Lehrkräfte zu backen, für in der Zwischenzeit auch Lehrkräfte, die andere Fächer unterrichten, verwandte Fächer, die schon ITG machen, die Mathematik unterrichten, mit Materialien ausstatten und dann unterstützen, einfach so lange diese Zwischenlösung zu füllen. Machen wir schon seit einer ganzen Weile, seit 2020, als die Pandemie zugeschlagen hat. Und da haben wir vor allem von den Nicht-Gymnasien, die sich immer in größerer Not noch sehen in der Digitalisierung in Richtung Informatikunterricht, da haben wir sehr positives Feedback bekommen, dass dann die Lehrkräfte gesagt haben, auch wunderbar, endlich habe ich was in der Hand, endlich kann ich damit was machen, weiß ich, was ich hier tun soll, muss nicht immer nur so die Microsoft-Pakete oder irgendwelche anderen Software-Pakete von bekannten Anwendern, Herstellern hier durchpauken. Vielen lieben Dank, Stefan, für diese Perspektive. Ich würde das nochmal gerne weitergeben an dich, Philipp, auch das Thema sozusagen Lehrkräfte-Weiterbildung. Wie kriegt man eigentlich Lehrkräfte gut gerüstet für den digitalen, dann hoffentlich bald digitalen Schulalltag? Was ist denn eure Perspektive darauf als Forum Bildung Digitalisierung? Also ich fand es ganz spannend, hier irgendwo auf den Positionspapieren stand das Thema Wissenschaftspraxis-Transfer. Und ich glaube, da muss man eigentlich schon anfangen, dass wirklich auch dieses Thema Digitalisierung, dass man da nicht mehr dran vorbeikommt. Das ist halt weiterhin möglich, nicht an allen Universitäten sind das irgendwie Pflichtbestandteile im Curriculum und da ist noch ein bisschen was zu tun. Ich finde, du hast gerade noch mal so einen Aspekt angesprochen, nämlich dass halt diese digitalen Kompetenzen, ja, das kann man im Fach Informatik machen, aber das muss halt auch in die anderen Fächer rein und das muss in die Fachdidaktiken rein. Wir sind als Forum tatsächlich beim Kompetenzverbund Lernen Digital mit an Bord. Das ist auch ein BMBF gefördertes Projekt. Da geht es um den Wissenschaftspraxistransfer. Da werden 4 Kompetenzzentren gerade aufgebaut. Da gibt es in den MINT-Fächern Sprachen, Gesellschaft, Wirtschaft, Musik, Kunst, Sport, Schulentwicklung ist da auch nochmal ein großer Teil. Das heißt, da sind wir auch schon dran, aber es ist natürlich auch ein weiter Weg tatsächlich. So. Und wir sind da jetzt 3 Jahre gefördert mit diesem Projekt. Da kann man viel schaffen. Da sind 200 Teilprojekte dabei, die erforschen, die Fort- und Weiterbildungskonzepte erstellen, die dann in den Transfer gehen müssen. Aber es dauert. Und ich glaube, das darf man sich auch nicht irgendwie, also muss man sich irgendwie klar machen, dass halt Transformationen nichts ist, was heute mit einem Hebel umgelegt wird und dann ist morgen alles gut, sondern es ist einfach ein dauerhafter Prozess, in dem wir uns befinden. Und da braucht es auch irgendwie ein bisschen Resilienz, glaube ich, an vielen Stellen, um nicht komplett zu verzweifeln. Aber ich verstehe auch den Frust, der einfach im System ist. Aber umso besser, dass halt hier so motivierte Menschen einfach sitzen, die noch Bock haben, Veränderungen anzustoßen.
Vielen lieben Dank dafür. Jetzt haben wir ja mit Stefan jemanden vielleicht, der ein Angebot hätte für Antonia. Vielleicht, wenn sie Lust hat, digitale Themen in Unterricht zu bringen, wäre das theoretisch auch eure Zielgruppe? Also wäre auch jemand, der jetzt gar nichts, also auch nicht aus dem MINT-Bereich kommt, sondern auch einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund hat, wäre das auch Adressatenkreis von der Byte-Challenge? Absolut. Wir sind tatsächlich die ganze Zeit dabei, unsere AdressatInnenkreise zu erweitern. Also wir haben natürlich den Grundbereich Digital Skills schon drin. Jetzt gerade versuchen wir uns auszudehnen auf Legal Tech. Da hatte ich heute auch schöne Anknüpfungspunkte. Wir versuchen, die Ingenieurwissenschaften anzusprechen und so weiter. Das funktioniert aber meistens dann gut, wenn sich Leute aus dem jeweiligen Bereich mit uns vernetzen und mit uns gemeinsam Sachen machen. Und was wir auch noch hatten, war so der Effekt, dass wir als ehrenamtliche Akteure ein bisschen abseits stehen und dann also zum Beispiel die Forschungsergebnisse, die Didaktik, das Feedback mit großem Aufwand einbinden müssen. Also wenn jemand uns mit Feedback ausstattet oder mit Materialien, dann können wir die einbauen und mit unserer Informatik- und Medienbildungsperspektive ergänzen und dann ein starkes Ergebnis abliefern. Hm. Vielen lieben Dank. Philipp hat einen Aspekt angesprochen, Bezug auf Lehrkräfteausbildung, dass man auch sozusagen da aufpassen muss, dass diese Skills auch wirklich bei den Lehrkräften ankommen. Antonia, als Lehrkraft, welche Rolle haben denn digitale Technologien, Medienbildung in deiner Lehrkräfte, muss man sagen, Ausbildung gespielt? Mein Studium ist schon einen Moment her. Ich habe zwischendurch an der Uni gearbeitet, noch was anderes gemacht, aber mein Referendariat ist noch gar nicht so lange her und das hat einen verschwindenden Stellenwert gehabt. Also wirklich verschwindend. Wir hatten ein Modul, da ging es um Medien, aber da ging es, dein Medienfeuerwerk konnte auch der Overhead-Projektor und die Tafel sein, die du toll eingesetzt hast. Jetzt ist an meiner Schule die Ausstattung gar nicht so schlecht. Wir haben ziemlich in die Jahre gekommen, aber wir haben Smartboards in allen Klassenräumen und da kann man ein bisschen was machen. Aber in meiner Ausbildung hat das eine sehr geringe Rolle gespielt. Und jetzt machen wir das eben alle irgendwie mehr oder weniger durch Fortbildung nebenbei. Und ich glaube, das ist eben halt auch nochmal das Wichtige. Diejenigen, die jetzt da schon dabei sind oder gerade bei uns an der Schule ist es so, wir suchen jetzt händeringend immer wieder Lehrkräfte und viele QuereinsteigerInnen landen jetzt bei uns. Die haben ja überhaupt keine pädagogische Ausbildung und die müssen sich erstmal in das Lehren an sich einfinden und dann noch on top in diese Dinge. Und das spielt eine große Rolle, wie wir das überhaupt schaffen. Und was aber daneben ein großes Thema ist, was ja auch damit zusammenhängt, ist, dass wir Schule und Unterricht anders entwickeln müssen, wenn wir auf solche Dinge eingehen. Das heißt, wir müssen im Grunde Schule komplett neu denken und Unterricht komplett neu denken. Da haben wir nicht so viele Möglichkeiten aktuell, leider durch Strukturen beispielsweise. Aber wenn wir jetzt SchülerInnen beibringen, ganz viel selbstständig auch mit digitalen Medien zu arbeiten, dann müssen wir auch irgendwie selbstgesteuertes Lernen haben, was wir bei uns in Hessen zum Beispiel nicht institutionalisiert haben, sondern wir haben unsere Fächer und wir haben unsere 45, 90 Minuten und so weiter und so fort. Also das ist einfach eine große Aufgabe. Ja. Ich glaube, Anna wollte dazu was sagen. Genau, weil du ja so ein bisschen die Binnenperspektive da auch hast. Ich habe vorhin auf eine der Forderungen gesehen, quasi auch mehr Budget für Fortbildungen im Bereich Digitalisierung für Lehrkräfte bereitzustellen und so. Das ist ein Aspekt. Ich finde, ein ganz wichtiger Aspekt ist vor allem, Freiräume als Lehrkraft zu bekommen und zwar in Zeit. In Zeit, um mit anderen Lehrkräften an der Schule wirklich mit dem, was man zum Beispiel erlernt hat, auch dann umsetzen kann im Austausch. Also ich sage immer, von dieser Fortbildung dann, bis es im Klassenraum ankommt, ist ja nochmal minimal der gleiche innere Aufwand oder wahrscheinlich sogar noch der viel größere, das kannst du besser beurteilen. Und ich glaube, das ist was total Wichtiges. Das eine ist Budget, das andere ist Stunden in der Schule, die ich dafür habe, um tatsächlich Unterricht umzudenken, basierend auf dem, was ich gelernt habe. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und es gibt ein Beispiel aus der Schweiz, was ich total smart finde. Da werden die Lehrkräfte fortgebildet und da wird Infrastruktur angeschafft, also da werden Laptops angeschafft, da wird irgendwie WLAN ausgerollt, was weiß ich. Und dann gibt es aber jemanden in der Schule, der beides kann. Der kann einerseits die Infrastruktur am Laufen
offen halten und andererseits kann er das pädagogische Konzept mit den Lehrkräften erarbeiten. Basierend auf dem, was da ist, können die neu umdenken und sich überlegen, okay, welche Anteile passen zu meinem Unterricht, was will ich eigentlich machen, wie weit will ich in informatische Themen rein, wo bleibe ich lieber bei Mediennutzung und so weiter. Und das finde ich total smart, weil dann habe ich nämlich fortgebildete Lehrkräfte, die sind aber nicht alleine, die müssen nicht alleine ständig sich überlegen, was mache ich denn jetzt mit dem Wissen, zusätzlich zu dem, was alles in meinem wahnsinnigen Rahmenlehrplan steht, muss ich jetzt auch noch überlegen, wie mache ich das Ganze mit, sondern die haben jemanden, der ihnen sagt, das steht in deinem, ne, und ich kann dir helfen, wenn du das machen willst, wie machen wir das? Und das ist was, glaube ich, was in der deutschen Denke in Schulen viel fehlt, dass die Leute einfach nur fortbilden, ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, was muss ich eigentlich in der Schule schaffen, nochmal an Freiräumen, an Möglichkeiten, damit das wirklich reingeht. Und das gilt, das kann nicht immer die Informatik-Lehrkraft leisten, aber auch im Bereich Informatik mit anderen Fächern zusammen kann das passieren, aber ich glaube, da braucht es noch ein bisschen mehr. Ja, vielen lieben Dank. Bevor Philipp jetzt gleich was dazu sagt, weil ich weiß, auch Unterricht neu zu denken und auch Schule neu zu denken, das ist auch eines der Steckenpferde vom Forum Bildung Digitalisierung, wollte ich nochmal kurz Danke sagen an Stefan, dass er sich ja auch noch so ein, jeder kriegt hier Applaus, der auf die Bühne geht, auf jeden Fall. Ja, Philipp, du wolltest, glaube ich, ergänzen auch nochmal. Genau, nur ganz kurz tatsächlich, also ich finde, du sprichst da was total Wichtiges an, nämlich auch so diese Kultur des Teilens im Kollegium einfach zu etablieren. Das geht über Mikrofortbildung im Kollegium einfach auch ganz gut. Es muss aber irgendwie auch angesprochen werden und da ist halt die Schulleitung in der Regel irgendwie auch die Person, die das irgendwie anstoßen kann. Also wirklich Digital Leadership ein bisschen motivieren, empowern im Kollegium, um halt diese Veränderungen auch anzustoßen. Aber am Ende, wir sind alle Menschen. Und es kostet halt Zeit und Energie. Und ich glaube, auch da müssen wir halt dran. Auch das Thema Lehrkräftearbeitszeit wird gerade auch sehr heiß diskutiert. Die Telekom-Stiftung hat da vor kurzem ein Papier veröffentlicht und ich hoffe, dass Politik da sich auch rantraut. Magst du vielleicht einmal kurz sagen, was da drin stand oder was sozusagen die Ergebnisse oder nur vielleicht irgendwie grob, damit man das zuordnen kann, die Kernaussage vielleicht? Ja, Marc Rackles wäre da, glaube ich, der bessere Ansprechpartner, aber was ich da auf jeden Fall eigentlich schockierend fand, ist, dass wir ein Arbeitszeitmodell bei Lehrkräften haben, was einfach noch aus dem letzten Jahrhundert stammt und das ist schon verrückt und ich glaube, da muss man einfach mal schauen, wie man das macht. Also wir haben jetzt auch das Thema gesamtgesellschaftlich Arbeitszeiterfassung, auch das ist in der Praxis halt schwierig. Meine Schwester ist Lehrerin, wenn ich die anrufe, die ist immer am Arbeiten. Und das ist verrückt, das ist nicht nur der Unterricht, so, das ist auch die Aufbereitungszeit, Nachbereitung, Vorbereitung und das muss alles mitgedacht werden. Ja, vielen Dank. Ja, gerne applaudieren, Zustimmung im Publikum. Jetzt haben wir einen neuen Redner hier vorne. Gürtchen, bitte, deine Perspektive. Ja, genau. Also es geht ja um Ausbildung. Also es ging ja gerade um Ausbildung und da wollte ich auch ein paar Insights aus meiner Ausbildung teilen. Und ja, tatsächlich sehe ich einfach so viele Parallelen. Ich glaube, dass es egal, welches Fach man studiert, man steht vor denselben Herausforderungen, wenn man an Digitalisierung denkt in seinem eigenen Bereich, also in seiner eigenen Domäne. Und bei uns ist es halt tatsächlich auch so, wir haben ein vollgepacktes Studium. Also das Medizinstudium dauert schon 6 Jahre. Und die große Frage, vor der wir halt stehen, es gibt so viele wichtige Themen, die wir eigentlich integrieren müssten, aber wie sollen wir die denn integrieren? Also woher kommt diese Zeit? Die zweite Frage, wie schafft man es, diese Inhalte nicht nur als ein Fach zu denken, also so wie in der Schule, sondern auch die in alle anderen Fächer mit zu integrieren. Also vor dieser Herausforderung stehen wir auch. Wenn ihr da irgendwelche Tipps und Tricks habt, wäre ich gerne bereit, die irgendwie aufzunehmen. Genau, aber ich sehe halt, das größere Problem, vor dem wir stehen, ist, denke ich, einfach dieses Mindset, also das Mindset der Leute zu ändern. Weil solange wir das Mindset der Entscheidungsträger oder auch unserer direkten Vorgesetzten nicht ändern können, dann wird auch nichts passieren, leider Gottes. Also dann ist es meistens so, bei uns zumindest, dass man erstmal abwarten muss, bis der Alte geht und dann irgendein Neuer kommt mit frischem Wind und Elan, der dann auch für solche Ideen offen ist und quasi Veränderungen in die ganze Sache mit reinbringt. Das heißt, ich glaube, die größte Herausforderung bei allem ist, die Akzeptanz irgendwie zu fördern. Ja. Weil die Expertise hat ja die GE schon. Also sie hat ja schon Lösungen, die sie quasi vorstellt. Die muss man einfach nur annehmen und umsetzen irgendwie. Ich glaube, jeder ist sich auch dessen bewusst, dass Digitalisierung eine Rolle spielt. Die Frage ist halt, wieso macht man es nicht einfach? Wieso setzt man es nicht um? Ja.
Was willst du dazu sagen, Anna? Ja, also warum wird es nicht einfach umgesetzt? Sind, glaube ich, das ist eine ganz einfache Antwort vielleicht. Die Prozesse im deutschen Bildungssystem sind ultra langsam. Also wenn wir überlegen, wie ein Bildungsplan entwickelt wird, das wird alle 7 Jahre, glaube ich, frühestens ungefähr wieder erneuert. Da haben wir einfach Zyklen, die jenseits von aktuellen Entwicklungen in Technologien stattfinden. So, ne? In der medizinischen Ausbildung genauso. Genau. Also wenn man die Approbationsordnung ändern will, dann durchläuft sie mehrere Verfahren und es dauert dann irgendwie 10 Jahre, bis dann das neue Curriculum irgendwann ankommt. Da ist einfach in Deutschland extrem langer Atem gefragt, und wenn wir dann sagen, oh, jetzt haben wir zum Beispiel das Buzzword KI im Lehrplan stehen, dann vergehen 8 Jahre oder 5 Jahre und dann hätten wir eigentlich noch 2 andere Worte gebraucht. Das ist ein Problem des Bildungssystems, und das, glaube ich, ist ein anderes Problem, wie überall auf der Welt. Es ist halt auch ein parteipolitisches, machtpolitisches Problem. Ne? Wenn die einen sagen, wir wollen es, dann sagt die andere Partei schon mal, oh, wir wollen es vielleicht nicht. Also auch das ist natürlich Politik. Bildungspolitik ist am Ende auch einfach nur Politik. Auch da bremst man sich gegenseitig aus, wo es geht. Und zu der Integration in andere Fächer, also da gibt es, glaube ich, unfassbar tolle Vorlagen schon. Also es gibt zum Beispiel, weiß nicht, ob es jemand von euch kennt, Informatik im Kontext. Da sind ganz viele tolle Beispiele drin, wie man quasi informatische Themen in allen Fächern erfahrbar machen kann. Und das sind eben so ganz, ganz simple Anleitungen. Und was ich eben besonders schön finde, ist die Denke, die auch vor allem im dänischen Raum geprägt wird, dass Informatik einfach das Denken erweitern kann. Ne? Also du hast Sprache als Ausdruck, du hast Mathematik als eine Form auch des Denkens und des Lebens, und dann hast du eben auch noch Informatik. Und der Punkt ist, wer heute wissenschaftlich in irgendeiner Form oder auch nicht wissenschaftlich arbeiten will, wird an bestimmten Dingen, die in der informatischen Bildung drinstecken, nicht vorbeikommen. Ne? Natürlich kann man auch Data Literacy aus Statistik heraus machen, aber es gibt einfach ein paar Sachen, die gehen nicht ohne. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist da, und da gebe ich dir auch recht, die ist da, aber es passiert zu wenig. Und das sind eben die Bremser, zum Beispiel in der föderalen Bundespolitik, wobei ich jetzt nicht ständig, ne, ich will auch keine einheitliche unbedingt, aber ich will nur sagen, da gibt es ganz, ganz viele Gründe und das Tempo ist zu langsam. Und was könnte man dagegen machen? Was wir versuchen als GI, das kann ich vielleicht so ein bisschen nochmal beschreiben, wir versuchen Austausch herzustellen. Wir versuchen einfach in kleinen Formaten Bundesländer in den Austausch zu bringen oder aber auch Einzelpersonen in den Austausch zu bringen, Expertisen. Also meine Aufgabe in der GI ist im Grunde zu gucken, ich bin selber keine Informatikerin, ich bin auch keine Lehrkraft, da kommt ein Thema auf und dann weiß ich, wir haben da 2 Personen bei uns im Netzwerk, die sind spitze zu dem Thema. Und dann versuche ich, die Menschen, die den Bedarf haben an Wissen, mit diesen 2 Leuten zu matchen. Und so versuchen wir eigentlich als KI das Thema fundiert und evidenzbasiert eben nach vorne zu bringen. Und eben dieser persönliche Austausch sorgt meistens, das wissen wir auch selbst, man lernt am besten von anderen, für einen sehr sprunghaften Anstieg von Wissen. So, ne? Und das ist eigentlich das, wie wir vorwärts gehen können, weil wir natürlich auch wie alle anderen gar nicht die Politik machen. Dann vielleicht, wenn ich noch fragen darf, eine letzte Frage. Was ist denn deine Vision von dem Schüler oder Studenten der Zukunft quasi? Was die am Ende können oder was die in der genau. Schule machen? Genau, also wie man wie am Ende die Schüler und Studenten mit digitalen Kompetenzen ausgestattet werden. Was sie können sollten, was sie können müssten. Also meine Hoffnung wäre, dass die einen sehr entspannten und sehr sicheren und produktunabhängigen Umgang können mit allen möglichen Anwendungen und vor allem auch produktunabhängig, dass falls sich mal irgendwo ein Update einspielt und die Maske anders aussieht, ich nicht verloren bin, sondern tatsächlich das Hintergrundwissen auch habe. Und meine Hoffnung ist, dass Informatikunterricht irgendwann der Ort ist, neben dem Kunstunterricht und anderen Unterrichtsfächern, in dem ich lerne, meine eigenen kreativen Ideen und meinen Ausdruck zu finden. Also Informatik hat in meinen Augen unfassbar viele Möglichkeiten in der Schule, wirklich Kreativität Raum zu geben. Also das wäre für mich ein ganz großer Punkt, dass Jugendliche aus der Schule rausgehen und sagen, okay, das ist eine Ausdrucksform, die ich habe. Ich kann gestalten damit. Und im Grunde, ich Anwenderkompetenzen... Meine 4 Töchter, die haben alle keinen Informatikunterricht und die können natürlich alles bedienen. Aber was die vielleicht nicht können, sorry Mädels, ist irgendwo in den Hintergrund reingucken und selber gestalten. Und das ist eigentlich das, was ich erwarte von Schule, dass ich die Leute so aufstelle, dass sie es können. Danke. Philipp möchte auch noch antworten. Ich würde voll gerne noch mal ergänzen tatsächlich. Also...
Schule hat ja auch die Aufgabe, irgendwie junge Menschen auf die Gesellschaft vorzubereiten. Also wir brauchen auch Veränderungskompetenz. Wir leben irgendwie in einer Gesellschaft, wahnsinnig viele Krisen, Klimakatastrophe, Kriege. Das wirkt alles auf junge Menschen ein. Wir müssen, glaube ich, die dafür fit machen und resilient machen, dass sie damit halt umgehen können. Deswegen Veränderungskompetenz, Future Literacy ist, glaube ich, auch total wichtig. Und das ist die Aufgabe von Schule. Und auch Kinder und Jugendliche beteiligen eigentlich an den Inhalten, die da gelernt werden. Ich glaube, wir müssen nicht unbedingt an die Curricula dran, da mache ich mir nichts vor. Das ist das dickste Brett, was wir in Deutschland bohren können. Man könnte mal nach Neuseeland schauen, da haben sie es irgendwie 2004 geschafft, das wirklich auch gesamtgesellschaftlich zu entwickeln. Das ist total spannend. Da wurden, glaube ich, 15.000 Menschen einfach befragt in einem Beteiligungsprozess und dann hat man sich das wirklich auch in der Politik einfach mal angeschaut und was draus gemacht. Ich glaube, das ist immer noch die Basis und ich weiß nicht, ob das in Deutschland möglich wäre. Vielleicht ein bisschen größer einfach als Neuseeland, aber wäre auch mal spannend. Ja, wäre auf jeden Fall auch mal spannend. Wir haben jetzt noch Verena, die nach vorne gekommen ist. Verena, bitte. Ja, vielen Dank. Genau, warum ich eigentlich hier nach vorne gekommen bin, da war noch das Thema Bildungstechnologien und Lehrerausbildung. Deswegen wollte ich da noch einmal ganz kurz anknüpfen mit einer kurzen anderen Sichtweise. Genau, ich selbst bin viel in Startups aus dem Bildungsbereich tätig und ein persönlicher Grund, warum ich nach dem Lehramtsstudium nicht in die Schule gegangen bin, sondern im Startup-Bereich geblieben bin, war halt wirklich dieser große Zwiespalt einfach, der zwischen Aktualität in den Schulen herrscht und den super innovativen und coolen Sachen, die es halt eigentlich gibt. Also so, man ist, weiß nicht, auf der Didakta und Co. unterwegs, man sieht die großen Schulbuchverlage, die ihre Riesenstände haben mit den ganzen gedruckten Büchern und dann sieht man dann diese Startup-Area, wo halt so coole, innovative Ideen sind, die es aber einfach so schwer haben, in die Schule zu kommen, weil, weiß nicht, die Schulbuchverlage haben Abos mit den Schulen ausgehandelt, bis Schulen dann aber mal irgendwie Geld locker machen können und wirklich beim Startup irgendwas zu kaufen, da vergeht teilweise echt ein Jahr, bis da mal ein Angebot angenommen wird. Und das ist halt einfach so schade, finde ich, weil es eigentlich so viele schöne Ideen gibt, um halt Digitalisierung und auch Informatikbildung voranzubringen in der Schule. Und ich glaube, viele Startups sind sich da so ein bisschen im Stich gelassen. Und genau, vielleicht gibt es da aber irgendwelche Ansätze, um die auch zu fördern oder ähnliches. Anna, möchtest du darauf antworten? Natürlich die Lösung bereit. Nein. Ja. Nein, aber es ist ein total spannendes Thema und ist auch ein Thema, was wir bearbeiten wollten gerne, zusammen mit einem anderen großen Player in Deutschland. Und zwar ging es darum zu gucken, was es eigentlich im System Schule braucht, damit sich das öffnen kann, genau solchen kurzfristigen und sehr oft sehr innovativen und sehr tollen Möglichkeiten, die ja auch unter anderem die informatische Bildung total unterstützen. Ne? Also wenn ich tatsächlich schaffe, so jemanden, weiß ich nicht, also ich kenne Calliope jetzt ganz gut, für ein halbes Jahr reinzuholen und die können da mega was machen. Das ist vielleicht jetzt nicht vergleichbar mit dem, was im Informatikunterricht passiert, aber ist definitiv auch eine sehr wichtige Bereicherung für die Schülerinnen und Schüler. Und da ist einfach tatsächlich das System Schule, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber in vielen Bereichen noch zu geschlossen. Und da müssen verschiedene Punkte geöffnet werden, damit eben diese kurzfristigen Lösungen auch in Schule reinkommen. Das ist eine total komplexe Sache. Da geht es dann von irgendwelchen Vergaben über Stunden, über was weiß ich was. Aber im Grunde wäre das das große Ziel, zu gucken, in einem großen Projekt vielleicht auch mal, welche Schablonen gibt es eigentlich, wie kann das gut funktionieren und wie kann das auch sehr kurzfristig funktionieren. Das ist ein total wichtiger Punkt, ja. Ich kann auch verstehen, dass wenn man einmal in diesem Schnelllebigen drin war, dass sich dann Schule noch langsamer anfühlt. Das kann ich verstehen. Ja, und ich glaube, was da vielleicht auch noch wichtig ist, halt wirklich einfach die Zeit von den Lehrkräften so ein bisschen auch das zu öffnen. Weil absolut, das ist das, was ich vorhin meinte. Ja. Die brauchen Zeit dafür. Also ich meine, wenn ich mich mit sowas befassen muss, das weiß doch jeder, wie lange das dauert, bis man sich so fühlt, dass man auch gerne damit umgeht, ne? Also auch vor Leuten damit umgeht. Ja. Das ist ja noch vielleicht ein Unterschied. Ob man das im Privaten macht oder vor 30 SchülerInnen, ist dann vielleicht noch mal eine andere Hausnummer. Wir haben noch Ludwig auf die Bühne bekommen, der auch noch seine Perspektive teilen. Und Verena bleibt noch, möchte gehen. Wenn du gehst, kriegst du Applaus. Wer bleibt, kriegt später Applaus.
Bitte, Ludwig. Dankeschön. Und auch danke dir, Verena, dass du diese Innovationshürden auch nochmal angesprochen hast, die wir irgendwie im Schulumfeld haben. Und ich habe mich gefragt, können da nicht auch zivilgesellschaftliche Akteure eine Lösung bieten? Ich bin jetzt selber bei KI macht Schule. Wir bieten Workshops an zum Thema künstliche Intelligenz an Schulen. Über die Universität bin ich auch noch in der Bauhaus Digitalwerkstatt engagiert. Das ist ein außerschulisches Förderangebot für Schüler und Schülerinnen. Und was ich aber festgestellt habe, als ich zum Beispiel die Bauhaus Digitalwerkstatt beworben habe, ich bin wirklich in jeden Schultyp gegangen, den wir da in Weimar hatten, dass dann die internationale Privatschule tatsächlich die Schule war, die dann die Info effektiv gestreut hat, wo die Eltern hinterher waren, dass sich die Schüler und Schülerinnen dort einbringen. Und ich möchte in diesem Kontext auch nochmal die Frage nach Bildungsgerechtigkeit stellen. Also wie kriegen wir es denn vielleicht auch hin, dass Schule sich stärker verzahnt mit außerschulischen AkteurInnen, die sich aber auch für die Bildung von Schüler und Schülerinnen einsetzen? Und ist das vielleicht sogar überhaupt gewollt oder soll die Schule nicht ein Bildungsmonopol behalten? Das würde mich interessieren und ja, vielleicht könnt ihr da eine Rückmeldung geben. Ja, man hadert vielleicht jetzt ein bisschen. Das würde ich gerne SchulpolitikerInnen fragen, weil das ist eine total spannende Frage, finde ich. Man hat nämlich durchaus den Eindruck, ne? Und auch genau, was du beschreibst quasi, warum zum Beispiel reagieren dann solche Schulen gar nicht auf solche Angebote in dem Ausmaß, in dem man sich das vorstellen könnte? Liegt es an dem Zeitproblem in der Schule? Liegt es daran, dass die ihre Prüfungen nicht durchkriegen wegen lauter, ne? Die sind ja auch unter Druck, ständig alles abzuprüfen, dann haben die noch einen mega Lehrkräftemangel, dann müssen sie das noch überall reinschieben, dann können die nicht in irgendeinen außerschulischen Lernort gehen 2 Tage lang. Das ist dann ein Zeitproblem so. Aber die Frage ist total berechtigt und das wird ganz unterschiedlich gehandhabt. Und klar, die Privatschulen fühlen sich da vielleicht auch ein bisschen freier, dann einfach mal reinzuhauen. Ich weiß es nicht, ich würde es auch super gerne fragen, warum ist es in Deutschland so abgeriegelt? Das ist in anderen Ländern nicht so abgeriegelt. Hast du irgendwelche Erfahrungswerte dazu, warum das so eine strikte Trennung nach wie vor ist? Ich finde die Frage auch total spannend. Ich glaube, das steht und fällt mit dem Engagement der Personen, die da zuständig sind, also auch wieder bei der Schulleitung. Ich glaube, die Schulaufsicht kommt da stellenweise auch mit hinzu. Da ist oft auch ein schlechter Kontakt einfach da. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal genauer hingucken. Und du hast nochmal das Thema Bildungsgerechtigkeit angesprochen. Jetzt gibt es ja mit dem Startchancenprogramm da hoffentlich bald auch etwas. Und ich glaube halt, gerade dieses Thema irgendwie außerschulische Partner mit reinbringen, Bibliotheken und so weiter. Das kann gerade den Schulen in herausfordernden Lagen auch nochmal helfen. Und wir haben gerade über Lehrkräftemangel gesprochen. Auch das kann ausgeglichen werden durch außerschulische Partner, die halt reinkommen. Also es wäre schon super, wenn das irgendwie flächendeckend passiert, aber auch vor allen Dingen da, wo es notwendig ist. Also dann auch ungleich behandeln. Ist ein bisschen Floskel, aber muss dir, glaube ich, auch mal gesagt werden. Bitte, Antonia. Ich möchte nochmal den Fokus auf diese strukturelle Problematik lenken, denn also ich bin jetzt als Fachbereichsleitung Teil der Schulleitung bei uns und wir sind ein junges Team, das, glaube ich, ganz viel gerne voranbringen würde. Und ich gerade renne gegen lauter Wände und fange mir den Unmut der KollegInnen ein, weil die von meinem Engagement überrollt werden oder meiner Begeisterung, weil die eben nicht die Zeit dafür haben. Und die haben, wie du gesagt hast, auch nicht die Zeit, 2 Tage was anderes zu machen mit einer Schulklasse oder so, weil denen dann genau das fehlt, um ihren Lehrplan durchzubringen oder so. Und weil denen dann genau diese Zeit fehlt, weil sie eben eine Klausur schreiben müssen und nicht andere Formen der Leistungsbewertung machen dürfen. Das liegt auch nicht unbedingt an Privatschule. Ich bin an einer Ersatzschule, aber wir müssen uns ja trotzdem, wenn wir unseren Ersatzschulcharakter behalten wollen, müssen wir uns an die ganz normalen Landesvorgaben halten und haben einfach viel zu wenig Spielraum insgesamt. Das ist, glaube ich, das Größte ist dieses strukturelle Problem. Und dann war eben von der Überzeugung, von dem Mindset die Rede und das hängt eben nicht nur an Leitung, glaube ich, sondern das hängt eben mit diesem Strukturellen zusammen. Wie können wir die Menschen überhaupt dazu motivieren, sowas mit einzubringen? Und das war aber auch eine unserer Forderungen, diese Vernetzung irgendwie zu institutionalisieren und für selbstverständlich irgendwie zu machen. Ja. Aber Antonia, hast du jetzt noch für mich jetzt als Akteur so einen praxisnahen Tipp, wie ich an die zeitgestressten LehrerInnen am besten rantrete, wenn ich sage, ich habe hier ein Bildungsangebot, das ich mit euren SchülerInnen teilen möchte? Ich glaube, du musst ganz stark machen, dass
du die Organisation übernimmst, dass die Person sich um nichts kümmern muss, ja. sondern einfach nur ihre SchülerInnen an die Hand nehmen muss und zu dir kommen oder so. Oder noch besser, du kommst zu denen in die Schule, damit die gar nicht irgendwo hingehen müssen, sondern einfach in der regulären Unterrichtszeit, ohne dass man was im Stundenplan schieben muss und irgendwo Vertretungslehrkräfte finden muss, das in ihrem leider sehr festen Stundenplan irgendwo reinpacken. Und da muss man vielleicht dann tatsächlich Kompromisse finden und irgendwie zwischen den tollen Ideen und unserem 45-90-Minuten-System oder wie auch immer das in anderen Bundesländern ist, das irgendwie schaffen, wenigstens das, was man mitnehmen kann, mitzunehmen. Ja, vielen Dank, Ludwig. Und es ist auch toll, dieser direkte Wissenstransfer auf der Bühne. Das ist auch so ein bisschen so der Service-Gedanke, der vielleicht hier so ein bisschen mitschwingt. Jetzt haben wir noch eine weitere Informatiklehrkraft auf der Bühne. Moritz, herzlich willkommen. Genau, Informatiklehrer, Informatikdidaktiker an der Uni. Ich wollte noch mal so ein bisschen den Bogen schlagen. Wir haben ja am Anfang den Informatikmonitor gehabt. Und wir haben auch einen Antrag oder eine Forderung gestellt, der in diesem Bereich Transparenz fällt. Wir haben jetzt so viel gehört und auch aus so einer Forschungsperspektive heraus stellen sich mir einfach die Fragen. Ich glaube, Friedhof, du hattest das in den Online-Sessions irgendwann gesagt, so wenn man Transparenz hat, dann schafft man ja eine gewisse Konkurrenz auch. Also zwischen den Stakeholdern, zwischen den verschiedenen Playern, zwischen den Bundesländern, den EntscheidungsträgerInnen. Und da stellen sich gleich die Fragen, wir haben hier außerschulische Lernorte, Lehrkräfte, Mangel Lehrkräftequalifizierung, Curricula, dass wir irgendwie KI und Dateninhalte jetzt gar nicht so schnell in die Curricula reinbekommen, es aber irgendwie relevante Zukunftskompetenzen sind. Und da stellt sich einfach die Frage, welche Daten müssen wir denn noch erheben oder bereitstellen, um einfach ein Signal zu setzen an PolitikerInnen, quasi transparent zu machen, wo sind die Lücken, welche Bundesländer machen es vielleicht besser, ne? Welche Bundesländer haben denn eine hohe Lehrkräftequalifizierung und warum, welche Bundesländer oder Kommunen sogar haben außerschulische Lernorte, die gut mit Uni und mit Schulen zusammenarbeiten und was sind die Konzepte dahinter und das, das kann man natürlich quantitativ erstmal sich anschauen, man kann aber auch qualitativ reingehen und schauen, was macht das denn eigentlich aus, so damit man halt ein Signal setzen kann, was auch öffentlichkeitswirksam ist. Ich würde sagen, Informatikmonitor, das ist ja irgendwie ein Erfolgsmodell für die Informatiklandschaft in Deutschland, sage ich mal, gewesen, was auf jeden Fall so einen Wandel vorangetrieben hat. Und ich glaube, da steckt auch noch wahnsinnig viel Potenzial drin, solche Daten weiter zu erheben. Aber dazu vielleicht einfach, macht das aus dieser Perspektive Sinn oder was davon ist realisierbar überhaupt? Ne, ich würde jetzt am liebsten sagen, BMBF, gib mal bitte Geld, steck das in die GI und die motzen den Informatikmonitor einfach noch weiter auf. Aber das super. Vielleicht einfach mal so an die Frage. Ja, also Daten für den Informatikmonitor ist ein ganz großes Thema. An welche kommt man ran? Welche werden überhaupt erhoben? Also ihr könnt euch vorstellen, 16 Bundesländer erheben Daten. Die werden in verschiedenen Ministerien erhoben. Die werden von irgendwelchen Landesinstituten erhoben. Die sind gar nicht einheitlich. Die fragen verschiedene Items ab. Die kannst du nicht vergleichen. So, also ganz unterschiedlich. Und was wir auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall versuchen herauszufinden, ist ein umfassendes Bild um das reine Curriculum herum. Also Curriculum ist der erste Bereich, ne? Da siehst du klar, was ist an Pflichtfach oder auch nicht an Pflichtfach vorhanden und dann diese anderen Fragen außenrum. Und ich glaube, es ist total wichtig, da noch viel mehr außenrum zu erheben, denn wie du schon sagst, also was können zum Beispiel außerschulische Lernorte beitragen, was können Universitäten beitragen und so weiter. Da gibt es überhaupt keinen Bestand zu. Also da gibt es auch wenig Wissen zu, wie viel gehen eigentlich Schulen tatsächlich in diese ganzen Labs rein und was nehmen sie da an, was für eine Art von Bildung mit. Ist es so ein One-Hit-Wonder, ich code einmal, ja, da ist mein Name gelaufen, super. Oder ist es umfassende Kompetenzaufbau oder was passiert da eigentlich? Ne? Da gibt es unheimlich wenig zu und das liegt auch unter anderem daran, dass ja Informatik in der Schule auch eine relativ junge Disziplin ist, gemessen an Mathematik, Deutsch oder anderen Fächern. Da ist einfach noch nicht so viel da und das sind Sachen, die wir definitiv erheben wollen. Wir haben auch noch ein paar andere Themen. Wir würden auch gerne zum Bereich Grundschule mehr machen. Da gibt es tolle Vorarbeiten oder überhaupt Arbeiten. Vorarbeit ist vielleicht ein bisschen zu klein gesagt. Von der TU Dresden zu, wo es darum geht, was sind eigentlich für im weitesten Sinne informatische Anteile in den Lehrplänen im Sachunterricht Deutsch, Mathe und ich glaube sogar auch Werken in der Grundschule.
Und da gibt es ganz viele Themen, berufliche Ausbildung in Schulen, ne? Was passiert da eigentlich gerade? Und ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich eben anguckt, neben den harten Zahlen oder neben den harten Dokumenten, genau das, was du alles angesprochen hast. Was müssen wir eigentlich noch anschauen? Ja, und so ein Status quo verleitet auch immer dazu, in die Konkurrenz zu gehen. Oder was heißt Konkurrenz? Aber vielleicht in den Abgleich. In der Konkurrenz ist man als Staat wahrscheinlich Bundesstaat wenig, als Unternehmen immer, als Bundesstaat wenig. Übrigens als Privatschule auch. Jetzt war vorhin jemand, Privatschulen müssen einfach ein Portfolio haben. Deswegen bieten die mehr an als viele staatliche Schulen. Und insofern, ja, das fördert quasi den Abgleich untereinander, fördert aber auch extrem den Austausch. Also wir merken auch, dass der Informatikmonitor ein Gesprächsanlass zwischen den Ländern ist. Vielen lieben Dank. Wir haben jetzt noch eine weitere Speakerin sozusagen hier, Nele. Nele. Ja, genau. Also, ach so. Ja, ich würde gerne einmal noch mal ein bisschen auf die Lehramtsausbildung eingehen. Und zwar studiere ich Ingenieurpädagogik und habe dort auch die Fachrichtung Informationstechnik. Und mein Studiengang ist letztendlich auch schon komplett hier anwesend, weil wir sind nur zu zweit. Und ja, Basti hatte das ja schon erwähnt, dass er ja auch schon als Lehrkraft ja, sozusagen neben dem Studium arbeitet. Und bei mir war das auch so, hatte die Möglichkeit, schon im zweiten Semester als Lehrkraft zu arbeiten, obwohl ich ja nicht mal Gymnasiallehramt studiere, sondern halt nur Ingenieurpädagogik. Und gleichzeitig sehe ich aber, wir sind klar in unserem Studiengang nur zu zweit, sind aber auch in den Vorlesungen vielleicht 3-4 Leute. Aber Informatik-Lehramt für Gymnasien wird nicht angeboten, obwohl das zu 80% ja, mit den Modulen übereinstimmen würde. Das heißt, ja, die Struktur ist sozusagen vorhanden bei uns an der Uni Magdeburg, aber es wird nicht angeboten, obwohl ja, der Bedarf ja auch scheinbar da ist. Und dann frage ich mich ja, wie kann das denn sein? Die Strukturen sind vorhanden, der Bedarf ist ja da, aber trotzdem dieser kleine Schritt, der jetzt fehlen würde, der wird halt nicht angeboten. Und dann frage ich mich ja, was ist da eigentlich los? Ja, ist eine gute Frage. Möchte sich jemand beantworten oder kann jemand vielleicht was dazu sagen? Hochschulpolitisch kann ich tatsächlich wenig zu sagen. Ich kann aber sagen, dass das diese ganzen kleinen Dinge sind, die im Gespräch sind. Also es geht auch um Fächerkombinationen, ne? Mit was kann ich Informatik eigentlich gleichzeitig. Das ist ein Riesenthema, was gerade in den Ländern angegangen wird. Es ist auch immer mal wieder die Rede, davon einfach Informatikstudium zu ermöglichen für die Schule. Da gibt es viele Sachen in der Diskussion. Diese einfachen Dinge, ich weiß nicht, warum die nicht gemacht werden. Ich habe aber vielleicht, kann eine Brücke schlagen, in die abschließende Paneldiskussion. Dort werden wir mit Lina Seitzel eine hochschulpolitisch sehr versierte Person haben. Sie ist selber im Ausschuss für Bildung, Technik, Folgenabschätzung, beschäftigt seit vielen Jahren mit der Hochschulpolitik. Diese Frage vielleicht, Nele, einfach dann dahin mitnehmen. Und ich glaube, sie kann mit Sicherheit was dazu sagen. Dann ist das jetzt vielleicht einfach das Vertrösten in ein Später. Aber ich glaube, wir können die Frage auf jeden Fall nochmal diskutieren. Dankeschön. Sehr gern. Genau, auch andere, vielen Dank, Nele, dass du da warst. Genau, und ich gucke jetzt schon ab und zu mal so auf die Uhr. Wir sind jetzt eigentlich durch mit der Fischbowl-Diskussion. Jetzt ist Gabriel noch gerade auf die Bühne gekommen. Ich möchte, bevor wir das Ganze hier schließen, ihm auch nochmal die Möglichkeit geben, sich einzubringen und seine Perspektive. Gabriel, bitte. Genau, ich war bei Sozial und bin erst jetzt dazugekommen. Deswegen, vielleicht wurde die Frage schon beantwortet. Dann müssen wir die nochmal wiederholen. Es geht um praxisorientierten Unterricht durch eine richtige Lehrerausbildung. Und da habe ich mir immer die Frage gestellt, es gibt Lehrer, es gibt Dozenten, die kommen nur aus dem Beruflichen und unterrichten dann im Unterricht. Also ich stelle mir die Frage, warum gibt es nicht eine Praxiserfahrung bei Lehramtsstudenten? Also warum müssen Lehramtsstudenten die gehen von der Schule direkt wieder in die Schule, verlassen die Schulgebäude gar nicht, aber können gar nicht wirklich diese Berufserfahrungen in diesem Bereich mitbringen, also zumindest der größte Teil. Und ich glaube, da ist das Problem, dass
dann dieser Frontalunterricht stattfindet, dass wenig Gamification im Unterricht stattfindet, weil gar nicht private Anekdoten mitgenommen werden können aus eigener Erfahrung, die dann wirklich auch im Kopf bleiben und nicht nur in einem Ohr reingehen und im anderen wieder raus und dann ist der Unterricht vorbei und dann beschäftige ich mich mit anderen Dingen. Weil ich glaube, dass diese privaten Erfahrungen, wenn die jemand erzählt, ja, dann bleiben die im Kopf. Und da stelle ich mir halt die Frage, warum es keine praktische Erfahrungen für Lernstudenten gibt. Ja, also vielleicht möchte jemand was dazu sagen. Es gab ja zum Beispiel die Gesellschaft für Informatik hat ja, das hat Anna ja schon gesagt, ein Projekt, wo es darum geht, Leute aus der IT, vor allem Frauen aus der IT, die sagen, die IT ist nicht mehr vielleicht das richtige Beschäftigungsfeld für mich, zu gewinnen für den Lehrerinnenberuf. Also es gibt ja durchaus Initiativen, auch Quereinstieg etc. Und ich glaube, auch im Berufsschulwesen ist das durchaus auch häufiger der Fall. Ist auf jeden Fall aber auch ein total wichtiger Punkt, dass man sagt, okay, Lehrkräfte sollen auch vielleicht diese Perspektive mit vertreten können. Es gibt ja aber vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, außerschulische Perspektiven aus der Wirtschaft oder wann auch immer, woher auch immer einzubringen in den Unterricht durch Besuche etc. Aber vielen Dank für die Frage auf jeden Fall. Möchtet ihr noch ergänzen? Ich weiß, was du meinst, dass man zum Beispiel selber schon mal in so einem Softwareunternehmen gearbeitet hat und später dann vielleicht Informatiklehrkraft ist oder so und da auch aus der eigenen Praxis schöpfen kann. Ja, gibt es ja auch in anderen Fächern selten, würde ich sagen. Also die meisten Musiklehrerinnen waren wahrscheinlich auch nie irgendwie in einem... Ich kann es aber total nachvollziehen und es würde, glaube ich, auch in viele, viele Bereiche nochmal innovieren. Was es zum Beispiel in UK gibt, da gibt es ganz tolle Plattformen, die genau das ermöglichen. Also dass man quasi so Sprungplattformen hat als Lehrkraft, wo ich mich anmelden kann und wo ich dann genau diese Meet Your Experts übrigens mehr als nur mal kurz zuschalten, sondern die sind dann auch oft phasenweise richtig dabei als begleitende Person. Also ich mache zum Beispiel was in der Informatik im Bereich Software, was weiß ich wie, und dann habe ich wirklich für 4 Wochen an meiner Seite, keine Ahnung, was weiß ich, was für ein Designer an meiner Seite. Und das finde ich ein total spannendes Tandem zum Beispiel. Ne? Sowas kann ich mir total gut vorstellen. Ich kenne jetzt gerade, kann ich keine deutsche Initiative aus der Hüfte schießen, die das macht, aber ich bin mir sicher, es gibt ein paar in Deutschland, die das vielleicht schon machen. Und ich kann total das Bedürfnis verstehen, dass man sagt, warum, ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen losgelöst von dem, was draußen los ist. Und gerade wenn es in den Bereich Informatik, Technik geht, ist es vielleicht noch augenfälliger, als wenn ich in der Mathematik bin, die relativ zeitlos ist, zumindest meinem Empfinden nach. Ich will niemandem zu nahe treten. Ich möchte auch nicht in die Länge ziehen. Wir müssen gleich ausmachen. Aber, also genau, kann ich auch zustimmen und mich freut es auch, dass du mir zustimmen kannst. Es geht ja auch darum, dass du in der Schule bist und deine eigenen Perspektiven entwickeln kannst. Ja, du lernst im Unterricht natürlich alle Inhalte, die im Lehrplan stehen. Deutsch, Mathe, Englisch ist natürlich schwierig, auch praxisorientiert oder auch aus Berufserfahrung zu sprechen. Ich finde es einfach wichtig, dass Lehrer den jungen Menschen einfach eine Perspektive geben, dass sie nicht mit 17, 18, wenn sie vorm Abi stehen, sich denken, ja, ich muss, glaube ich, jetzt eine Weltreise machen, weil sie noch gar nicht wissen, was sie machen. Ich glaube, wenn man vielleicht versucht, früher da an diese Themen ranzugehen und nicht erst es gibt dann wahrscheinlich auch wieder abhängig von der Schule und von der Schulform, aber dass man noch früher rangeht, Ideen entwickelt, Träume entwickelt für die Jugendlichen und schaut, dass man die dann da auch abholt. Und dann wirklich, dass sie eigentlich, wenn sie mit dem Abi fertig sind, schon ein Jahr ungefähr wissen davor, in welche Richtung es gehen kann. Und ich glaube, das liegt auch an ganz vielen anderen Faktoren noch, als jetzt, dass die Lehrer das machen. Das hat noch mit sozial-ökonomischen Umständen zu tun, ne? Elternhaus und alles drum und dran. Aber genau, Dankeschön. Super, vielen lieben Dank, Gabriel. Und ich weiß, wir könnten die Diskussion wahrscheinlich jetzt noch deutlich länger führen und vielleicht kann man auch die eine oder andere Frage noch mitnehmen. Wir haben jetzt ja auch noch eine kleine Kaffeepause, Coffee and Vote heißt es so schön im Programm. Ich möchte jetzt erstmal aber mich ganz herzlich bedanken an unseren Speakerinnen, bei unseren Speakerinnen, dass sie sich bereit erklärt haben, ihre Expertise zu teilen. Vielen Dank. Und natürlich auch bei denjenigen, die hier auf der Bühne waren und mitdiskutiert haben und natürlich auch ihr, die ihr mit dabei wart, auch die kriegen jetzt nochmal einen Applaus, weil wir haben uns
Genau, und dann freue ich mich, wenn wir uns nachher wiedersehen. Um 16 Uhr gibt es nochmal hier eine Paneldiskussion, auch mit zwei Bundestagsabgeordneten, die auch mit Sicherheit nochmal eine ganz interessante Perspektive mitbringen. Das ist zum einen die Lina Seitzel, habe ich ja gerade schon gesagt, kommt eigentlich aus der Hochschulpolitik, hat aber auch in Konstanz im Wahlkreis lange auf kommunaler Ebene Bildungspolitik gemacht, ist sehr jung in den Bundestag eingezogen. Mehr dazu werde ich dann später erzählen. Und die andere Person ist Thomas Jatzombek. Das ist wahrscheinlich so einer der etabliertesten Digitalpolitiker der CDU, seit vielen Jahren dort aktiv. Und ich glaube, viele Fragen, die ihr jetzt hattet und auch viele Anregungen, die könnte man den beiden auf jeden Fall auch stellen. Und mit dabei wird auch noch sein Daniel Krupka, der ist Geschäftsführer der Informatik und auch im Beirat für die Digitalstrategie der Bundesregierung, also dem Gremium, was die Bundesregierung berät in der Umsetzung ihrer Strategie und auch zu den Projekten, die sie fördern will. Ich glaube, es sind ganz interessante Perspektiven und natürlich seid ihr auch wieder herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Ich finde, es hat jetzt super geklappt. Das kann man ja immer nicht so absehen, aber ich glaube, es zeigt einfach davon, dass ein großes Interesse bei euch da ist und ich freue mich sehr, dass ihr euch traut, hier nach vorne zu kommen. Ich weiß, es ist nicht so einfach, würde mich natürlich freuen, wenn es noch mehr sind, aber bis dahin schauen wir erstmal, wie es weitergeht und ich wünsche euch jetzt eine schöne Pause. Bis gleich. Applaus